Liebe Trainerkollegen, auch ich möchte noch ein Stück weit etwas sagen, weil ich habe vor kurzem, ich glaube im Kicker habe ich es gelesen, über Xabi Alonso. Ja, mittlerweile ist er ja in aller Munde, ich finde auch zu Recht, toller Fußball. Und jetzt will man natürlich immer wissen, wie seine Denkweise, wie hat das überhaupt grundsätzlich geschafft, wie seine taktische Ausrichtung, welche Philosophie hat er. Und da ist mir aufgefallen, dass er vieles super gut begründet, aber das habe ich auch schon von vielen anderen guten Trainern gehört. Aber man merkt dann auch natürlich so seine Leidenschaft, seine Genauigkeit dahinter. Und dann kam aber das Thema Kreativität auf den Tisch. Und ich sag mal, so leicht zusammengefasst hat er es so argumentiert, dass er sagt, okay, im letzten Drittel muss es natürlich schnell gehen, risikoreicher gehen und es muss natürlich auch kreativ sein. Und bei dem kreativen Element, das überlässt er natürlich den Spieler letztendlich. Und daraus lässt sich schließen, vielleicht auch nicht, vielleicht tue ich ihm da Unrecht, dass es so in die Richtung geht, naja, was willst du dem Spieler eigentlich da mitgeben an Kreativität? Entweder hat man es oder man hat es nicht. Florian Wirtz ist ja jetzt so das Beispiel, wo er auch gerne sagt, was soll ich ihm da großartig sagen in Sachen Kreativität? Er soll es einfach machen, hat dann auch diese gewissen Freiräume zwischen den Linien zu agieren. Aber genau darum geht es ja eigentlich, dass wir wieder Kreativspieler brauchen und letztendlich auch die Kreativität letztendlich der große Erfolgsfaktor wird, gerade bei verengten, verdichteten Spielräumen. Ja, wir wissen alle, das letzte Drittel, da muss etwas Überraschendes passieren. Da muss mal ein sogenanntes riskantes Dribbling passieren, um Räume zu überwinden, um Überraschungselemente zu zelebrieren. Das kann man in der Tat trainieren.